Hallo YouTube, hallo Richie, da sind wir wieder. Hallo Welt, hallo Sarah. Ja, wir sind hier endlich gelandet. In Morgantown im Tattoo-Studio von Big L. Ja, und sollen wir mal mit ihm interagieren? Ich war vorher Ja. noch mal drin, aber der ist schon weg. Alice Loveless, hier ist sie. Al. Oder das, was von ihr übrig ist. Oder der heißt einfach Al. Hast du schon geredet? Ich bin dabei. So. Das Hauptgetränk in dieser Spelunke, Nuckerschein, ist seit langem befreit. Auch Qualitätstest überfällig. Wären Sie so gut und stellen eine Charge Nuckerschein her, damit ich meinen Job machen kann? Das Rezept liegt vor, aber ich glaube, ein Teil davon habe ich in diesem Sollen wir jetzt verschlossenen hier? Vorratsraum vergessen. Hoppala. Oh, das Wie okay. geht's uns denn an diesem sehr bombigen Hier ist eine Notiz. Oh. Dort hängt eine. Hängt ein? Bei mir hängt nichts. Nicht? Aber wir sollen ja auch was anderes machen. Abgestürzt auf Nuckerschein. Lies die Liste der Nuckerschein-Inhaltsstoffe in deinem Inventar. Ja, und wo? Bei Notizen vielleicht? Ja. Tatsächlich. Lukaschein-Etikette? Lukaschein-Zuteil 1? Ich gucke erstmal bei Etikett, glaube ich. Ansicht. An unserer Uni steckt ein Junge, grau und alt. Die Treppe hinter ihm ist dein erster Halt. Hinter Das kennt der. Das kommt mir auch so bekannt vor. Eben, Okay. das war doch das, was die ganze Zeit. Nee, das ist ein Luca-Etikett. Ah, da oben. Da oben hängt was. Ah, hier. Genau. Streng geheim, oder? Ja. Nuckerschein-Zutaten: 5 Mais, 5 Klingenkorn, 2 Holz als Brennstoff, zweimal abgekochtes Wasser und der Rest ist nicht mehr zu lesen, leider. Und du sagtest, irgendwo hängt was, aber ich sehe es nicht gerade. Nö, Muss man dann ist es nicht vielleicht ausdrücken. nicht. Kommt vielleicht später, wenn wir die Zutaten haben. Was sollen wir jetzt machen? Da glaube ich rein, ne? Destillerie Vorräte Zugangsterminal benutzen. Hast du? Finde die fehlende Nukaschein-Zutat. Ja. Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Das Nuckerschein Destilliervorräte Zugang. Privates Terminal, kein Zugang. Zu Widerhandlung werden strafrechtlich verfolgt. Beschränkungen Vorratsraum. Ja, dann lies mal. Darf ich das lesen? Ah ja. An alle. Ab sofort ist der Zutritt zum hinteren Vorratsraum ausschließlich beschränkt auf Louis und mich. Nukaschein ist auch weiterhin ein Teamprodukt aller AdPads. Aber da wir jetzt eine richtige Firma sind, gibt es Sicherheitsbedenken und Vorschriften, aufgrund derer wir unsere Politik der offenen Türen nicht mehr fortführen können. Ich mag euch alle, muss aber darauf bestehen. Seid professionell und begreift, dass es zu eurem Besten ist. Weitere Einzelheiten kann ich derzeit leider nicht nennen. Vielen Dank für euer Verständnis, Judy. Und Beschränkungen, Al.
Al ist ein Roboterprototyp, den Louis zur Unterstützung für die Nuka-Schein-Initiative besorgt hat. Er kann alkoholische Getränke aufnehmen und verstoffwechseln. Es werden noch weitere Hinweise zu seiner Nutzung folgen. Vorerst solltet ihr aber nicht mit ihm experimentieren. Noch wichtiger ist aber, dass ihr niemanden außerhalb des Projekts, niemandem außerhalb von dem Projekt erzählt. Wie schon gesagt, kann ich erstmal keine weiteren Einzelheiten nennen, aber ich brauche eure Unterstützung. Judy. Oh, Judy. Sicherheitstürsteuerung, wollen wir die öffnen? Moment, Zugriff verweigert. Der allgemeine Zugang zum Vorratsraum wurde eingeschränkt. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Judy Lowell, Eta Psi House, 27315 Kelvin Street, Morgantown, WF, West Virginia wahrscheinlich, WF, West Virginia 26501. Jetzt haben wir die Adresse. Sollen wir da mal einen Brief hinschicken oder ein Päckchen? Schick mal ein Päckchen. Wie ist das jetzt? Na toll, wir müssen wieder raus. Moment. Eta Psi House, aha. Das Passwort. Wo bist du? Raus schon? Ich bin hier im Vorraum. Raus. Noch nicht raus. Mhm. Schöner. Grammophon. Ganz raus. Oh. Na dann mal raus. Ja, Judy also. Judy. Ja, dann ist das, wenn Louis den zur Verfügung gestellt hat, ist das wohl doch nicht das Gehirn von Alice? Nee. Dann ist es wohl doch ein Al-Gehirn. Al Bundy vielleicht. Ja, könnte. Finde das Passwort, aber erstmal trinke ich was. Hast du was zu trinken? Ja, ja. Danke schon. Karottenblumennektar. Ist auch was Feines. So. Oh je. Das ist ja ein riesiges Unterfangen, was wir machen müssen. Ja, das mit Nuka-Schein hat ein bisschen gedauert. Ja, ich finde das Passwort. Toll. Da sind Ghule. Perfekt. Oh. Flasche Old Opossum. Oh, gut. Das kann man trinken. Ich komme nicht da hoch. Wo müssen wir hier hin? 94 Meter, okay. Nachladen wäre angesagt. Oh. Da fliegt der Arm ab. Oh. Ist doch schon tot. Ja, aber manchmal denkt man auch, die sind tot und dabei sind sie es gar nicht. Ach, in das Haus müssen wir. Wo, in dieses? Oh, das ist aber schön geschmückt hier für Weihnachten noch. Oh, die haben die falsche Deko rausgeholt. Bevor ich meine Waffe ziehen konnte, war ich schon fertig. Immer aufpassen, hier ist voll gefährlich in Dingens. In Dingens? Da oben ist Delta, wie hieß das? Epitz oder, ach, keine Ahnung. P-Q-R-S-T, keine Ahnung. Delta, Theta, Eta? Delta, Omega. Keine Ahnung, aber hier müssen wir rein. Ach, das sind hier alle Studentenhäuser. Ach so.
Aha. Interessant. Ich bin noch nicht drin, noch draußen. Aha. Ums Haus rumgegangen. Aber hier ist auch nichts. Hast du auf Deutsch übrigens hier das Plakat schon gelesen? Ja. Mhm. Das haben wir beide schon gelesen auf Deutsch. Aha. Jeder ist willkommen, Polizei nicht. Okay, gehen wir Etapsi-Haus. Oh, was ist das jetzt hier? Was ist passiert? Ein Roboter. Etapsi-Protektor interagiert. Gärung ist ein metabolischer Prozess, bei dem durch Enzyme chemische Veränderungen in organischen Substraten hervorgerufen werden. Mhm. So, wie soll man suchen? Hier wurde aber auch kräftig gebraut. Echt? Oh, schöne Formeln. Oh, schöne Giraffe oder was auch immer das ist. Ein Pferd? Vielleicht ein Pferd? Schildkröte? Schildkröte? Blume? Oh ja. Ja, das war dann vielleicht schon später, als sie so ein bisschen ghoulisch... Ja, wir müssen reden. Mit wem? Hier ist ein Zettel, meine ich. Wir müssen reden. Louis, wir müssen mal reden. Du bist der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Das Nuka-Scheinprodukt-Projekt hätte ohne dich niemals solche Fortschritte gemacht. Das ist mir klar. Als du uns erzählt hast, dass du mehr Raum zum Nachdenken brauchst, hast du den anstandslos bekommen. Es ist nur so. Wir dachten, du brauchst Platz zum Nachdenken. Nicht um an deinem Hobby zu arbeiten. Und Hobby ist noch vorsichtig ausgedrückt. Mittlerweile ist es ja eher zur Besessenheit ausgeartet. Ich sehe ja ein, dass jedes Genie Recht auf ein paar Eigenarten hat, aber wir könnten diesen Platz wirklich gut gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte direkt mit dir darüber sprechen, aber niemand weiß, wo du dich zurzeit aufhältst. Bitte melde dich bei mir. Ich vermisse den alten Louis, den nicht verrückten Louis. Judy. Ja, mit anderer Stimme. Weil sie nicht wusste, dass sie Judy war. Das ist zu. Ja, ist doch gut. Louis? Ist das vielleicht der Irre da oben? Also so, der hat hier... Coca-Cola, Radix, was haben wir noch drin? Stimpack verdient. Also der hat hier seine ganz eigenen Experimente gemacht, ja? Mhm. Vielleicht hat er ja... Oh, eine Nuka-Spielzeug. Nein, ich will die Nuka-Cola. Oh, schöne Lampe. Eben, ich will die Nuka-Cola-Lampe haben. Ui, der ist ja wirklich besessen gewesen hier. Nuka-Cola Wild? Tatsächlich. Nuka-Cola Orange? Ich nehme Orange, du kannst Wild haben. Gerne. Und Sherry? Wo... Und Cola, Nuka? Ah. Ja, pack ein. Ah, oh. Gerade vor dem Kinderzimmer. Hier, was zu lesen? Ja, wo lesen? Ich, hier. Holoband. Ja. Holoband. Auf drei? Ja. Oh, Moment. Jetzt. Nein, jetzt. Ja, jetzt ich nicht. Ach, das war blöd. So? Warte. Lass mich aufs Bett. Oh, geht ja auch nicht. Geht so. Ja, und bei dir? Bei mir auch. Okay, dann auf drei. Okay. Eins. Zwei. Drei. Persönliche Aufzeichnung. Zeitstempel 11207613444. Meine Nuka-Cola-Lampe ist in der Sonderedition in gutem Zustand eingetroffen. Nach einigen Modifikationen bin ich sehr zufrieden. Jetzt habe ich auf jeden Fall die beste Nuka-Cola-Sammlung der Stadt. Aber mehr passt in diese kleine Bruchbude nicht mehr rein. Lösung?
Ich brauche ein Lagerhaus in Morgantown, um weiter expandieren zu können. Aber zuerst muss ich für die Finanzen sorgen. Ich benötige ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell. Hier gibt es jede Menge Studenten. Aber was könnte ich Ihnen... Ah, Vorschlag. Studenten lieben Alkohol. Und ich liebe Nuka-Cola. Ich werde eine hochprozentige Spirituose mit Nuka-Cola brennen. Das perfekte Getränk. Es braucht nur noch einen Namen. Nuka-Hol. Nuka-Mash. Nuka-Brew. Ach, das machen wir später. Okay. Ja. Ja. Hier ist wieder einer. Etapsi Protektron. Bist du oben? Wo bist du? Ja, oben. Ja, da hat er ja schon eine gute Idee gehabt mit dem Lagerhaus. Und er hat das ja geschafft. Er hat ja Nuka Shine wohl. Hey, hast du das gesehen? Was denn? Das da, das Schachbrett. Mhm. Oh, die kann man sogar einsammeln? Die Figuren. Ja. Ich möchte auch so ein Schachspiel haben. Aber ich möchte sich kaputt machen. Aber was ist denn hier von die Königin, die Dame meine ich? Was ist das Dame? Das ist nicht Dame, das ist Schach. Oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung vom Schach, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da... Dame kann ich noch spielen. Oh, nee, Mühle war das. Mühle konnte ich spielen. Mühle und Dame. Keine Ahnung. Mühle und Dame, ja. Dame ist hinten immer drauf bei uns gewesen, meine ich. Vorne war Dame und hinten war Mühle auf dem Brett. Ja, genau. Essen? Nö, Zucker in der Ecke brauchst du? Ja. Der Brenner unter der Destille muss auf 77,77 Grad Celsius geheizt werden, um Selbstgebrannten herstellen zu können. Okay. Wollen wir da im nächsten Part hochgehen, oder? Ja. Dann würde ich nämlich sagen, beenden wir den Part. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.